Liebe Freunde von Bad Kreuznach-Lahti, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von 4 Antworten, ein Witz mit einem ganz besonderen Gesprächspartner heute. Er ist Musiker, Keyboarder, Filmkomponist, Musikproduzent, also ein echter Tausendsasser, kann man sagen. Es ist Helmut Zerlett, der bei mir im Gespräch ist. Hallo, ich freue mich. Hey, hallo. Wir sind heute hier in Kleinwinternheim, eine ganz besondere Konzertlocation heute Abend. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu dem Abend erzählen. Ja, genau, dass wir heute hier spielen, ist begründet darin, dass mein Freund, der ja leider vor 5 Jahren jetzt schon verstorben ist, Stefan Krachten, die Band Transgroove gegründet hat, die uns damals auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir fanden es eine gute Idee, in sein Gedenk die Band nochmal wieder aufleben zu lassen. Und gestern hatten wir schon einen kleinen Gig in Köln und wir haben gemerkt, der Geist von Stefan ist da und wir würden das gerne noch weitermachen. Viele kennen dich ja noch als Bandleader aus der Harald Schmidt Show. Das war ja wirklich eine sehr lange Zeit, die du dabei warst, von 95 bis 2014. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit? Also ich habe eigentlich nur sehr, sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Damals bin ich allerdings ein bisschen dazu quasi gezwungen worden. Ich wollte das gar nicht am Anfang machen und dann hat sich das dann doch rausgestellt, dass es doch ein Glücksfall war. Am Anfang dachte ich halt, Musik im Fernsehen, das kann irgendwie nichts geben und außerdem bin ich doch kein Bar-Club-Musiker, der so auf Zuruf irgendwelche Stücke spielen kann, sondern ich bin eher Komponist. Und als ich meine Bedenken vorgetragen hatte und es war immer noch eine positive Stimmung da, habe ich gedacht, okay, probieren wir es mal für ein halbes Jahr. Ja. Und dann sind es fast 20 geworden. Vielleicht kleine Insider-Information, ist denn Harald Schmidt jemand, mit dem man hinterher auch nochmal ein Bierchen trinken gehen kann, oder? Ja, schon. Das einzige Problem damals war halt, wenn du mit dem mal an die Öffentlichkeit gegangen bist, dann hast du kaum mit ihm reden können, weil er dauernd Autogrammwünsche erfüllen musste. Und er ist jemand, der niemanden wegschickt. Deswegen geht er so selten aus. Kann ich mir vorstellen. Ich denke, es ist nicht gelogen, wenn man sagt, Musik ist dein Leben. Also wann hast du das erste Mal gespürt, dass Musik mehr für dich ist als vielleicht alles andere? Also angefangen habe ich ja im zarten Alter von 6 oder 7 Jahren auf der Fafisa von meinem Vater und der hat das auch weiter unterstützt, wurde weiterhin dann auch eine Hammond-Orgel gekauft und so weiter. Aber als ich dann mit 13 so meine erste Band hatte und merkte, dass aus dem hässlichen kleinen Jungen auf einmal doch ein interessanter Mann auch für die Mädels war, habe ich gedacht, boah, Musiker ist schon, ich glaube, das wäre was. Und da habe ich dann auch sehr schnell gemerkt und gewusst, so ein normaler 9-to-5 wird mein Leben nicht bestreiten. Du komponierst wahnsinnig viel Filmmusik auch. Also das ist nicht einfach, stelle ich mir vor. Man muss ja auch die Musik dann so ein bisschen an die Stimmung teilweise angepasst. Ja, das muss ja alles irgendwie zusammenpassen, Film und Musik. Da frage ich mich manchmal, was ist zuerst da? Der Film oder die Musik? Und muss man sich da auch so ein bisschen reinfühlen können als Komponist? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Grundsätzlich kann man schon mal unterscheiden zwischen Kino und Fernsehen. Beim Kino hat man grundsätzlich etwas mehr Zeit. Das heißt, man ist auch früher involviert, man ist teilweise schon in der Drehbuchphase dabei, manchmal sind dann auch Sachen, die man für den Film im On quasi, da spielt jemand im Film Musik, die dann auch komponiert werden muss, quasi bevor der Film gedreht wird. Im Fernsehen ist es häufiger so, dass die Zeit einfach so knapp ist, dass man dann 3 Wochen Zeit hat, einen ganzen Score hinzustellen und da ist es meistens so, dass der Film schon fix und fertig ist. Wir spenden ja mit unseren Videos an den Verein Herzenssache e.V., der setzt sich wohltätig für hilfsbedürftige Kinder im Südwesten ein. Mhm. Wie wichtig ist es dir auch, wohltätig unterwegs zu sein? Also gerade wenn man das Glück hat, zu den wenigen Prozent auf der Welt zu gehören, die keinen Krieg haben, die genug zu essen haben und wirklich verhältnismäßig viel Ausbildung und also wir leben schon hier auf einer wirklich tollen Sonnenseite und dann finde ich, ist man einfach verpflichtet, für den Rest der Welt in irgendeiner Form was zurückzugeben. Dankeschön, Helmut Zerlett, für das Interview. 4 Antworten, ein Witz. Und zum Abschluss hätten wir natürlich gerne von dir auch noch einen Witz gehört. Okay, ich kenne nicht so viele Witze, aber einer hat mir Eckhard Hirschhausen erzählt, der bekannte Fernseharzt. Und zwar geht es darum, 4 Ärzte, ein guter Orthopäde, ein schlechter Orthopäde, ein Chirurg und ein Radiologe sollen auf einem Fußballfeld, da wird in der Mitte eine Vase mit Goldklumpen hingestellt und jeder steht an einem der Eckfähnchen. Und die Frage ist, wer kriegt den Topf? Ja. Die Antwort? Also, guten Orthopäden gibt's nicht.
Der Chirurg hat die Frage nicht verstanden. Und der Radiologe setzt sich für so wenig, überhaupt nicht, wenig Geld überhaupt nicht erst in Bewegung. Das heißt, der schlechte Orthopäde hat gewonnen. Super, schönen Dank, Helmut Zerlett. Und weiterhin alles Gute. Gerne, gerne. Auch euch. Alles Gute. Und wir danken natürlich nicht nur Helmut Zerlett, sondern auch all unseren Unterstützern.